Die Patienten interessiert es natürlich, wie lange nach der OP sie die Niederbare noch tragen müssen. Patienten kommen ja im Idealfall mit einer Bestrumpfung zu uns, mit Flachstrickstrümpfen, die angepasst vom Sanitätshaus wurden, und bekommen nach der OP von uns spezielle Niederbare, die auch sich ganz weich anfühlt, hier im Schritt geöffnet ist, damit man beim Toilettengang nicht das Ganze nieder runterziehen muss, sondern das vereinfacht hat. Oder hier, wenn es ein Oberarmnieder ist, haben wir ja auch in verschiedenen Farben. Im Sommer ist Hautfarben einfach ganz gut, weil es durch die Kleidung nicht so zu sehen ist. Trägt der Patient unsere Niederbare 2 Wochen Tag und Nacht und kann dann auf Wunsch auf seine angefertigte Niederbare wieder zurückgreifen. Das hat der Patient selber am besten im Griff, weil er spürt, komme ich mit dieser Niederbare oder doch mit meiner eigenen Niederbare besser zurecht. 4 bis 6 Wochen nach OP wird es so sein, dass die eigene Niederbare zu groß ist und in kleinere abgeändert werden muss oder erneuert werden muss beim Sanitätshaus. Dennoch ist ja der Clou der ganzen Geschichte, dass man von dieser Niederbare weit wegkommt. Wir haben ganz viele Patienten, die berichten, dass sie, wenn sie vorher jeden Tag und rund um die Uhr ihre Niederbare getragen haben, dass sie sie jetzt nur noch in 20% der Fälle tragen müssen. Zum Beispiel, wenn es Verkäuferinnen sind, die 8 Stunden stehen auf einem Fleck und sonst doch noch geschwollene Beine bekommen, die greifen wieder zu ihrer Niederbare. Aber wir haben ganz viele Patienten, die sagen, Mensch, das sind nur noch, wenn ich lange Flüge habe oder wenn es draußen ganz heiß ist und die Beine geschwollen sind, um die Lymphabflussgeschwindigkeit wieder zu erhöhen, die Niederbare nochmal nimmt. Aber es soll ja, das ist unser Anspruch, dass die Niederzeit absolut bis auf 80% verkürzt wird. Und das ist eben ein Mehr an Lebensqualität und dafür macht man ja den einen.